Und damit willkommen zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Ich bin jetzt gespannt, wo will ich hin? Wo will ich hin? Wo will ich hin? Erstmal natürlich, ne? Raus aus der Map wieder. Wir könnten... Feuergänger. Haben wir auf Omega noch was? Es kann sein, dass wir in Omega noch was haben, ne? Bei der... ich habe mich ja nicht 100% da umgeguckt. Was passiert eigentlich, wenn wir das hier machen? Omega-4-Portal ist von Gefahrensignalen und automatischen Warnvorrichtungen Umgebung. In den letzten 1000 Jahren haben viele Schiffe versucht, es zu durchfliegen, aber keines ist je zurückgekehrt. Die einzigen, die es anscheinend gefahrlos benutzen können, sind die geheimnisvollen Kollektoren. Es gibt zahlreiche Theorien, warum Schiffe von Omega 4 nicht zurückkehren. Manche sagen, am anderen Ende befindet sich ein schwarzes Loch. Andere, hauptsächlich die verarmte Unterschicht von Omega, glauben, es handelt sich um eine Art Paradies auf Erden. Die meisten jedoch sind der Ansicht, dass die Kollektoren ganz einfach jedes Schiff erobern oder zerstören, durch das Portal kommt. Wir wollen es nicht versuchen. Aber es gibt irgendwas... Ich guck mich mal ein bisschen mehr nochmal auf Omega so ein bisschen um. Guck mal, jetzt können wir Grunt mitnehmen und Garrus. Stimmt, den können wir jetzt auch skillen und wir haben hier noch einen Punkt. Packe ich ein Adrenalin rein und dann mache ich auf das höchste Stufe. Bei den nächsten 4 Levels. Level. Dir fehlt ein Punkt. Guck gar nicht, aber Serka. Erste Stufe. Mehr Gesundheit, mehr Waffenschaden und Gesundheitsregeneration. Und das alles nochmal 50% mehr. Und das alles nochmal. Oh, wollte ich gar nicht. Grunts Meisterschaft seines Blutrauchs erhöht seine ohnehin fantastische Regenerationsrate noch weiter. Er kann dadurch Verletzungen überleben, an denen andere Kukana sterben würden. 50% gesund, 50% Waffenschaden, 55 Punkte. Okay. Oder Kuganischer Warlord. Grunt kann zum Berserker werden, ohne an Konzentration verlieren, was seinen Waffenschaden erhöht. Ich denke mal... Waffenschaden. Und du kriegst hier noch Punkte und Betäubungsschuss. Sehr schön. Oh ja, die Inferno-Granate. Dann können wir hier sagen... Du kriegst die Claymore-Schrotflinte, ja. Und auf jeden Fall die Vindicator, ist in Ordnung. Ich frage, ist das... Nee. Ich will auch die Schrotflinte haben, die andere. Ach, kann ich... Ja gut, dass wir die dann für ihn geholt haben. Seine Schrotflinte. So, es gibt hier nämlich einige Stellen, bei denen ich weiß, dass es eine Quest geben wird. Es ist nur die Frage, wo könnte das sein? Wir können mal trotzdem mit Aria nochmal sprechen. Die ist ja hier oben. Ja, okay, sie hat auch Arbeit für uns. Hi. Was brauchen Sie? Habi schreibt, Mass Effect hat einen super Soundtrack. Oh ja, das stimmt. Musik ist echt angenehm. Hat tolle Arbeit für mich. Wir sind schon mitten im Ihr Tod wurde runtergespielt. Was Sie auch was wollen, hat man doch alles schon. Von selber an die Ohren. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Vielleicht hier gibt es ja so keine Quest. Okay. Sie wollen reden? Reden Sie mit Aria. Ich hab gesehen, wie ein Watcher einen Mann erschossen. Schön, dass du gesehen hast, wie ein Watcher einen Mann erschossen hat oder so. Wo hast du bloß diesen fantastischen neuen Visor her? Du wirst es mir kaum glauben. Von Harrods. Oh, ich liebe diesen Laden. Aber ich dachte immer, Harrods verkauft nur Sachen. So. Gibt es hier unten? Oh! Du wurde ausgetauscht, Andre. Willkommen im Afterlife. Was darf ich bringen? Machen Sie mir einen Drink, aber bitte ohne Gift. Ja, richtig. Ich habe von der kleinen Aktion meines Vorgängers gehört. Freut mich wirklich, dass Sie überlebt haben. Ich habe Anweisungen, dass Ihre Drinks alle aufs Haus gehen. Seien Sie versichert, dass Sie keine illegalen Substanzen enthalten, sofern Sie keine bestellt haben. Die gehen jetzt auf... Willkommen im Afterlife. Was darf ich bringen? Ich will einfach gerne. Nur... Was kommt? Willkommen im Afterlife. Ja, mehr kommt passiert nicht. Ich will einfach gerne. Okay. Ist nicht so wie im Dark Sun.
hieß das, glaube ich. Busan? Weiß ich nicht mehr. Du. Sie sind's wieder. Hallo? Warum nennt man sie denn? Sie hat mich als... Ich muss jetzt... Ich weiß, dass eine andere Let's Playerin eben auch Quests für den Patriarchen hat. Und deswegen dachte ich, ich habe die jetzt irgendwie auch, aber ich habe keine Quests im Afterlife, was mich irgendwie auf Omega, was mich irgendwie wundert. Sie hat zwei Quests hier und ich habe null. Ich hab ne Partner mit Grunt reden, okay. Ich hätte nie gedacht, dass Aliens so leben können. Sauferei, Bauferei, Lärm. Diese Leute halten sich für Kunden. Okay. Schade. Gut, dann sehen wir uns auf der Normandy wieder. Gut, dann sind wir jetzt wieder auf der Normandy und wir wollen hier zurück. Ich will mal hier ein bisschen erkunden. Machen wir von unten links nach oben. Einmal im Kreis seitdem. Ne? Weil es kann ja sein, dass wir jetzt hier irgendwo eine Quest finden. Also irgendeinen Planeten, den wir dann halt eben, ne, betreten können. Sonde unterwegs. Und, hast du irgendwas? Eine Menge Element Zero, das ist cool. Ich liebe diese Mod immer noch. Das würde sonst so lange dauern, die ganzen Planeten zu scannen. Sonde unterwegs. Ja, gut, das fortgeschrittene Training interessiert mich nicht, aber wie jede Menge Element Zero war hier. 66. Oh, jetzt sehe ich den. Gott, der ist ja. Der lebt im Schatten der Sonne. Okay, starte Sonde. Im Schatten der Sonne leben, das muss man erstmal hinkriegen, ne? Wenn du das hinkriegst, ne, dann Respekt. Ah, oh Gott, ich glaube, das ist. Nee, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Im Schatten der Sonne leben, alles klar. Wir haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Sieht mich doch nicht. Nur ein Planet? Irgendein Asteroid? Ne, gut. Oder Meteorit. Asteroid, Meteorit. Planetoid. Es gibt so viele. Starte Sonde. Und haben wir 100%? 100%. Frage, schaffe ich das dahin und dann wieder zurück zu Sarabarik? Sollte ich. Um meinen Treibstoff wieder aufzufüllen. Starte Sonde. Warte mal, was? Wollte gerade fragen, ich habe ganz kurz Rechtsklick gedrückt und die Balken waren wieder alle oben. Mich ein bisschen irritiert. Jetzt geht auch auf da. Danke. Scanner starten. Sonde unterwegs. Und du. Gut. Oh. Roter Planet. Das ist schon echt krass, die. Ich müsste das alles einzeln absuchen. Sonde alles unterwegs. Einzeln. Oh, ich bin so froh, dass ich diese Mod drin habe. So. Kaira war Mori auch komplett abgeschlossen. Und ich glaube, Idi würde irgendwas sagen, wenn wir dann halt eben. Oh, das wird knapp. 69, nice. Wenn wir, wenn irgendein Notsignal oder so irgendwie sich melden würde, wenn wir einen Planet erkunden. So, nur noch Fatah-System. Dann haben wir Omega Nebel zu 100%. Du bist winzig. Das System ist echt winzig. Sonde gestartet. Nummer uno, Dorgal. Ich halt gar nicht, ne, ich vergesse immer, dass ich das hier zeigen würde. Ich muss eigentlich immer warten, bis das da ist, damit man auf YouTube das pausieren Sonde kann, um es dann zu lesen. Weil ich glaube, man könnte es so notfalls auch einfach auf Mass Effect Wiki oder so nach. Was? Allgemeiner Notruf. Senderautomat. Sonde unterwegs. Ich habe etwas gefunden. Signalscans ordnen ein Transmitter mit Chiffrierungsroutinen von Cerberus. Er ist auf einen unbekannten Undercover
Agenten registriert. Lebenszeichen des Cerberus-Agenten bisher nicht bestätigt. Andere, ebenfalls geortete Kommunikationsmuster weisen Eclipse-Code auf. Ja, cool, ne? Genau das meinte ich. Idi wird sich schon melden, wenn da irgendwas Anormales ist. So, dann kommt ihr beide mal mit. Meine zwei Alien-Kumpels. Escape. Auch beenden. Ich will nicht die Waffe haben. Erstmal die. So, guten Tag. Jemand zu Hause. Achtung! Dann hat er. Nein, einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Oh ja. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war kurz von Exitus. Die stirbt jetzt. Sehr freundlich. Gefängniszellen umgehen, okay. Das. Du. Und ihr beide. Okay, was auch immer ich jetzt gemacht. Ah. Ach, Tabe, ich habe keine Ahnung. So muss es sein. Ah, schon wieder hacken. Ihr kämpft da draußen ruhig, das ist vollkommen in Ordnung. Ich mache hier den Wand-Safe. Ist wichtiger. Ich brauche wieder Geld. Papi braucht Geld, hat kein Geld mehr. Du hast eine Menge. Bist tot. Guter Schuss. Auch tot. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Sicherheitskunde. Ich war doch da oben. Warum ist jetzt hier noch was? Ich dachte, das wäre schon alles gewesen. Okay. Achso, Text da unten. Leitung des Verhörs, Corporal Giro. Subjekt, Cerberus Agent Tyrone. Warlings, Tyrone. Nicht verwechseln mit Toblerone, ist was anderes. Eclipse hat Agent Rawlings schon seit einiger Zeit im Visier. Wir wissen, dass Rawlings etwas mit den verschlüsselten Daten zu tun hat, die wir beschafft haben. Sie beweisen eindeutig die Beteiligung von Cerberus an Rachni-Experimenten. Wir glauben, dass Rawlings den Code zur Dechiffrierung der Daten kennt. Ohne diesen Code würde Eclipse für die Entschlüsselung Jahre brauchen. Subjekt gefangen genommen. Leitungsverhörs Corporal Giro. Subjekt Cerberus Agent Tyrone Rawlings. Es war schwierig, Agent Rawlings gefangen zu nehmen. Er hielt sich an Bord eines Schiffes mit Kurs Richtung Attica Traverse auf und hatte das Vertrauen der Besatzung gewonnen, die ihn für ein hohes Tier der Menschen auf Erkundungsmission hielt. Unsere Agenten konnten die Verteidigung des Schiffs lange genug blockieren, um Agent Rawlings zu übernehmen. Wir haben zahlreiche Männer verloren. Hoffentlich sind die Daten den Aufwand wert. Subjekt verhört. Herr Kobajiro, bla bla bla. Das Verhör ist gescheitert. Trotz Aufbietung unserer modernsten Techniken ist Agent Rawlings gelungen, unseren Fragen auszuweichen. Bei Anwendung nachdrücklicherer Methoden, was für ein Wort, zeigt sich, dass er auch dagegen resistent war. Letztlich führte die verstockte Haltung von Agent Rawlings zur Erhitzung der Gemüter und wir bedauern, dass er nicht lange genug überlebt hat, um uns den Code auszuhändigen. Unsere Männer arbeiten jetzt an der Dechiffrierung. Solange die Daten in unserer Hand sind, stellt allein ihre Existenz ein mächtiges Druckmittel gegen Cerberus dar. Was für nette Leute. Jetzt die Frage, muss ich da raus oder muss ich zum anderen? Okay, hier gibt es keinen weiteren Weg. Danke für das Platin, auch wenn ich es nicht mehr brauche. Ah, Munition ist schon voll, sehr schön.
Tür umgehen. Schon wieder hacken. Wo ist mein C? Das ist nicht das C, aber das ist... Da. Und die beiden und die beiden. Okay. Bist du das? Ja, ich glaube, das ist er. Dieser Computer enthält die verschlüsselten Informationen aus dem Besitz des gefangengenommenen Cerberus-Agenten. Sie könnten Cerberus schaden, falls sie je veröffentlicht würden. Oh, definitiv. Die behalte ich. Cerberus-Agent Tyrone Rawlings wurde tot aufgefunden. Verschlüsselte Daten zur Dechiffrierung und Lagerung an die Normandie übermittelt. 125 Erfahrung, Geld, Erfahrung, Platin, bla. Ist gut. Ja, haben wir doch was gefunden. Und Fassar haben wir auch zu 100% erkundet. Echt? Somit müsste der Omega-Nebel komplett abgeschlossen sein. Außer ich kriege hier nochmal eine Quest. Ist da, aber das wäre was anderes. So, du Treibstoffdepot. Gib mir mal meine Sachen. Eine Sonde noch dazu, dankeschön. Wie sind so 5 Sonden sind das hier immer? Wir könnten zum Sanduhrnebel. Wir rekrutieren die Gefangene. Machen wir mal die Hauptquest ein bisschen. Aber erstmal erkunden. Olokun. Gib mir deine Rohstoffe. Dankeschön. Ich drücke mal zweimal. Ich will nicht doppelt Escape drücken. Ich will einfach, ne? Aus der Scanner an sich kommst du mit Escape. Aber um vom Planeten wegzukommen, musst du diesen Zurückpfeil drücken. Wo ist denn der? Ach, das ist das Massenportal, was hier auf der Umlaufbahn ist. Ah, okay. Gut zu wissen. Aganyu. Okay. Oder Aganyu. Minus 93 Grad Celsius zur Oberflächentemperatur. Und du bist Erinle. Oh Gott. Erinle. Das ist eine Menge Element Zero. Fast 10.000? Wow. Das ist ein seltener Rohstoff. Sonde gestartet. Den haben wir nur sehr wenige Planeten. Aber gut, ich würde sagen, hier das Gefängnis Purgatory. Das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Cheerio.